Hallo und willkommen zurück zu Destiny 2. Heute wollen wir die Quest Risiko und Lohn spielen. Ich habe ein bisschen weiter gelevelt, seht ihr hier? Ja, ein bisschen mehr legendäres Zeug. Ja. Einfach nur ein bisschen Strikes gemacht und ein paar. Ja. Verlorene Sektoren. Jetzt ab zu Risiko und Lohn. Bin mal gespannt, was hier abgeht. Es geht ja um so eine Waffe, die ja ziemlich wichtig ist anscheinend, die wir dann mit dem Supraleiter aktivieren können. Müssen wir jetzt irgendwelche Captains töten? Ich dachte, wir müssen die Waffe finden. Aber okay. Meine Güte, dieser Panzer ist so laut. Warte mal. So, ich habe ein bisschen leiser gestellt. Dieser Panzer ist ultra laut. So, gönnen wir uns erstmal hier ein bisschen Loot. Obwohl das eigentlich jetzt auch wieder nichts mehr bringt. Weil den Loot sammelt man nicht mehr ein, sondern man kommt nur jemand. Was halt komplett unnötig ist. Egal. So, wo sind denn jetzt hier die Kippens? Nimm die hier raus. Das ist übrigens hier dieser Spawn. Also, wenn man lustig ist, kann man auch hier einfach vorne stehen und die ganze Zeit vor dem Spawn stehen. Und die Gegner töten. Ja, aber ich suche jetzt noch diese Captains. Kreuzen die eigentlich noch auf? Mal erstmal hier den Panzer ausschalten. Alter, der geht richtig auf den Sack. Jawohl, da haben wir ihn zerlegt. Ah, guck mal, der ist schon. Supi. Ja, ich dachte, ich habe ihn ausgeschaltet. Ach nee, jetzt kommt er. Heute, wie der weggeflogen ist. Gut, und da hinten ist schon der nächste. Oh, guckt euch mal an, wie viel der hier droppt. Also wie viel Dingens, wie viel schwere Munition der droppt. Können wir jetzt richtig ausnutzen. Mit dieser Maschinengang, die ich jetzt bekommen habe. Das macht Spaß. Ich brauche noch einen letzten Captain. Wo ist der denn? Bitte gib mir doch den letzten. Das wäre super. Nein, den hole ich mal hier. Kollege! Das ist einfach ein Bot. Schnell mal den Bot wiederbeleben. User 30881. Ja, das schreit doch nach einem Bot, Alter. Ja, kreuz noch der letzte Captain mal auf. Ah, hier ist er ja. Jawohl. Gut, alle drei ausgeschaltet. Was jetzt? Gut. Finde das verschlossene Tor. Finde und öffne das verschlossene Tor nahe der Kluft im Durchbruch. Okay, also rein wieder in das Kosmodrom. Es ist nur eine riesige Mauer. Berliner Mauer. Nein, Spaß. Sorry. Das war nicht fair. Moin Jungs. Na, feiert ihr eine Party? Ah, nicht mit mir. Jetzt gehen wir nicht mehr komplett zurück nochmal. Und dann wahrscheinlich in irgendeine Tür rein. Auf Banshees Zettel steht, bei der Kluft ist eine verschlossene Tür. Ja, eine verschlossene Tür. Ja, das ist direkt die hier. Gut. Interagieren. Ja, geht direkt auf.
Das ist die andere schön. Notiz sagt, Kluft, viel Spaß. Durchquere das Chasma. Wenn wir nach Chasma. Versteck suchen, dann sind diese drei Worte eine Drohung gefolgt von Sarkasmus. Behalte alle Winkel im Auge. Der Sturz wird dich wahrscheinlich umbringen. Genau, also das ist jetzt eigentlich nur Jump'n'Run, das ich auch direkt verkackt habe. hin und her springen sozusagen, bis wir Kates Versteck gefunden haben. Also einmal hier. Und das ist bestimmt riesig. Also ich glaube, das letzte Mal, was ich hier gemacht habe, das hat schon ein bisschen länger gedauert. Oh, falsch gesprungen. Ja, ist geil. Huh, man kann hier stehen. Ich kann mich noch retten. LOL. Trick 17. Ich bin einfach intelligent. Spaß. Wo jetzt hin? Ah, da oben. So, und jetzt hier rauf. Dann hier. Ja. Zack. Kate hätte dich gemocht. Du gehst gern auf Entdeckungstouren und hast keine Angst, Risiken einzugehen. Vorsichtig. Ja. Ich habe das DLC auch gespielt. Aber leider gibt's das ja nicht mehr. Also Forsaken. Schade einfach. Kate's Tod. Ja, vielleicht können wir das irgendwann mal wiedersehen. Ich weiß nicht. Der soll jetzt irgendwie sagen, wieder zurückkommen. Kate am nächsten standen, niemals all seine Verstecke finden werden. Die Gerüchte über seine Touren kommen dem, was er wirklich so gerissen hat, nicht mal nahe. Aber wer weiß, deine Legende geht ja gerade erst los, Hüter. Vielleicht sind es eines Tages deine Abenteuer, die eine neue Generation von Helden und Forschern inspirieren. Ich bezweifle das, aber okay. Stell dir mal vor, so. Oh, dieser Luke, der hat so gut gesprungen. Der ist mein Idol. Oh Gott, das wird ein schwerer Jump. Aber selbst ich schaffe wir das. Wir sind fast da. Kletter weiter. Na! Was ist denn da jetzt passiert? Ich bin irgendwie abgerutscht. Dachte jetzt mein Charakter, okay, ich muss jetzt nach hinten. Nein, ich Idiot. Genau deswegen sollte ich lieber kein Idol sein. Genau so. Ich bin froh, dass man als Warlock schweben kann, weil sonst könnte ich das hier nicht schaffen. So, und dann hier. Und jetzt hier. Jawohl, wir haben es geschafft. Angie hatte recht. Sein lustiger Kumpel, der ein Huhn zum Freund hatte, hat uns ein Geschenk hinterlassen. Ui. Okay, das ist nicht großartig. Ah, das Huhn. Das kennt man noch aus Destiny 2 Hauptstory, die ja leider auch nicht mehr existiert. Und unser erstes... Dein Arsenal vergrößert sich ständig, Hüter. Exo-Engramm. Die Technologie in deinen Händen wurde seit hunderten von Jahren nicht mehr gesehen. Was bedeutet... Pass auf, wohin du damit zielst. Yep, keine Sorge. Ich werde dir zeigen, wie gut ich damit bin. Hui. Let's go. Schalten wir die mal alle aus. Oh, fuck sie ab. Okay. Wie du meinst. Löschen wir diese Nix-Nutze aus. Ja, diese Waffe hat nämlich als Special Perk, genau, wenn man mehrere Gegner gleichzeitig anschießt, dann macht er so eine Blitzwolke, sag ich mal, und dann blitzen alle weg. Und man bekommt automatisch wieder Muni. Ich nutze jetzt erstmal mein Schwert, weil ich brauche... Die Dingens, die Feuer. Die Solarperks? Ist das so? Ich hab keine Ahnung.
Ach übrigens, apropos, ich weiß nicht. Danke nochmal an den einen Kommentar, der mir gesagt hat, wie die Schar auf Englisch heißt. Und zwar. Heißen die nämlich The Hive. Okay, ich habe jetzt was Neues bekommen. Ui, ein Everversum in Gramm. Was gibt es mir hier? Bitte nicht irgendwas Lächerliches. Was? Schlüsselung bei diesem Händler nicht verfügbar? Warum nicht? Ah doch. Natürlich, es gibt mir nur so ein Produkt hier. Geil. Wow. Ey, das ist manchmal so Glücksspiel. Ja, okay, es ist Glücksspiel. Okay, die Skins sehen hier auch nicht so krass aus. So, was müssen wir denn jetzt machen? Mit Commander Zavala reden. Dann ab geht's. So, was möchte denn der Zavala von uns? Das würde ich gerne mal wissen. Nein, eigentlich nicht. Einfach gesagt, nein. Bist du bereit? Risikoreich passt zu dir, Hüter. Ich hatte geplant, sie in der Waffenkammer des Turms aufzubewahren. Aber aufgrund deiner Leistung denke ich, dass der einzige richtige Ort dafür in deine Hände liegt. Waffen wie diese sind das Rückgrat unseres Arsenals. Wenn du deine Reise fortsetzt, halte deine Augen nach anderen außergewöhnlichen Ergänzungen offen. Nur wenn wir unser Licht mit den mächtigsten Waffen aller... Ach Gott, ich kann nicht lesen. Mit den mächtigsten aller Waffen kombinieren, haben wir eine Chance, die Feinde der Menschheit zu bezwingen. Vergiss das nicht, Hüter. Vielen Dank. Ja, krasse Waffe. Ein Funke der Hoffnung. Haben wir geschafft. Ja, jetzt haben wir zwar noch die ganzen anderen kleinen Quests, wo wir die einzelnen Fähigkeiten bekommen. Zum Beispiel will ich die Quest endlich mal fertig bekommen. Ich krieg Arkus ja auch noch gleichzeitig. Aber was wir jetzt nämlich noch machen, ist auf dem Turm. Das kann ich euch nämlich auch empfehlen, wenn ihr dieses Paket auf Epic Games euch geholt habt, wo ja alle drei DLCs verfügbar sind, kostenlos. Dann geht ihr nämlich hier auf Terminal und dann könnt ihr nämlich hier, warte mal, Kampagne. Die Vergangenheit müsste gehen. Das auch nicht. Hä, wo war denn das? Ach, hier, oder? Nee, das sind aufgegebene. Ich kapiere gerade gar nichts. Wo ist denn die? Okay, hier ist ein bisschen was merkwürdig. Oder nein. Ich mache das gerade falsch, oder? Ja. Ich muss die Quest... Ja, jetzt kapiere ich. Ich muss die Quest natürlich hier in den einzelnen Planeten auswählen. Ich Idiot. Mann, ich bin aber auch manchmal auf den Kopf gefallen. Ja. Gut, ich würde aber noch nicht jetzt anfangen damit. Ist ja klar, weil wir wollen, natürlich nicht immer direkt mit den Besten der Besten anfangen. Sondern, wir holen uns trotzdem jetzt erstmal die Quests hier. So. Das können wir nicht, weil Forsaken irgendwie nicht mit dazu ist. Was ich immer noch komisch finde. Hier brauche ich Light vor, habe ich nicht. So, gib mir das ganze Zeugs. Und dann hier noch die ganzen Quests. Die können wir jetzt zwar viel, viel später machen. Aber kann man trotzdem erstmal schon mal mitnehmen. So, was hat der Postfach für mich? Erhalten. Gib mir mal die legendären Sachen. Okay, das ist Schwachsinn. Genau wie das hier. Und die haben jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich habe ein neues Banner. Abzeichen ist das hier. Ist aber langweilig. Und hier die Rüstungsteile, die können wir eigentlich ignorieren. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir machen jetzt einfach noch ein bisschen Late Game. Was sind diese Sounds da im Hintergrund?
Ja. Machen wir doch machen wir doch einen Strike, würde ich sagen. Und zwar die verdrehte Säule. Da war nämlich auch noch Kate. Ja, da war nämlich noch Kate. Gut. Wir nehmen, ja, das hätte eigentlich passen. Ein Feuerschwert. Dann Arcus und Stasis. Ist komplett passend. Ja, let's go. Statte die Kabale. Gut, wir sind da, glaube ich, noch recht am Anfang. Ja, ja. Dieser Strike, der ist irgendwie OG. Den kennt man schon seit Anfang. Schon seit der Beta, eigentlich. Ja, wir sind tatsächlich noch recht am Anfang. Verbiss dich. Warte. Verpiss dich mit deinem Schild. Okay, das war richtig anfängermäßig, wie ich da auf den Schild drauf geklopft habe. Ach, da den Konflikt, warte mal. Hier muss ich sein. Okay, die 8 ist irgendwie schon 3 Meter weiter. Geh weiter, ist auch ein geiler Befehl. Geh einfach weiter. Mach einfach. Denk nicht nach, mach es einfach. Ui. Ich wurde jetzt irgendwie hier schon hergespawnt. Ich glaube, weil wir... Oh, eine Barriere. Barrieren sind hier beliebt. Zavala, ich glaube, sie wollen die Rotlegion einsperren. Sie haben größere Probleme. Und zwar dich, Hüter. Ich glaube, weil wir noch viel zu weit weg von unseren anderen Teammates waren. Der ist auch ein Profi-Gamer, meine Güte. Lass mich doch erstmal hier leveln. Ist ja blöd, wenn ich hier Leute begegne, die schon Level 9 sind oder so, also mit diesem Hüterrang. Und da merkst du direkt, okay, das sind übelste Profis. Sogar die Vex können nichts gegen eine Kabal-Invasion machen. Ja, laber mal kein Dünnes. Ist für uns alle ein temporärer Zustand. Laber mal kein Dünnes. Dann darf ich meinen Sparrow benutzen. Das wäre nämlich jetzt sehr angebracht. Ja, okay, hier noch nicht. Hier noch nicht. Jetzt, let's go. Ja, guckt euch mal dieses Schlachtfeld an. Mach sie zuerst platt, Cap. Junge, Face Safe ist auch so geil. Ich schalte euch alle mit dem Schwert aus. Aber ich darf hier nicht sterben, stimmt. Das wäre ein bisschen blöd. Ja. Ja, das klappt ja super. Wirklich Applaus von mir, dass ich gestorben bin. Und dafür müssen wir an diesen riesigen, spitzen Bohrdingern vorbei? Fabelhaft. Ich mag den Synchronsprecher von unserem Geist. Wie der immer alles so übelst betont. Da merkt man, wie gut die deutschen Sprecher sind. Oh ne, die sind wirklich gar nicht mal so schlecht. Ui, was sind denn da für Geselle? Na? Ihr macht euch sehr breit hier. Ach, das sind übrigens die Vex. Ich glaube gar nicht angesprochen. Das ist nämlich auch noch eine Fraktion. Ich erkläre das so, als wüsstet ihr das noch nicht, aber ich habe ja schon 50 andere Destiny 2 Videos gemacht. Oder wie der Typ einfach die ganze Zeit durchspringt. Ich will leveln! Ich glaube, ich mache nächstes Mal nicht Strikes. Bam! So, jetzt sind wir schon im Bosskampf. Oh, geil. Bosskampf und ich falle direkt erstmal runter. Mm.
Ja, geil, ich hab keinen Solar. Ah. Es wechselt die Waffen. Ja, ich weiß. So, jetzt Endphase. Ab nach unten. So, da ist er. Genau, jetzt auch passend. Nämlich hat er jetzt auch Argus. Komm, krepier einfach. Jawohl. Ich hab zwar nichts gelevelt, aber okay. Mach ich dann einfach offscreen. Der Wertschätzung erhalten. Gibt mir nichts davon. Also einstecken, aber schlau sind sie nicht. Ich schätze. Okay, Leute, dann war's das mit dieser Folge wieder. Und in der nächsten Folge schließen wir die Quest. Also legen wir los mit Shadowkeep. Hier meine ich. Ja, ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.